Hallo, auf so manche Nachfrage möchte ich euch heute gerne zeigen, wie einfach es doch ist, einen Schal zu stricken in Endlosform oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr ihn auch dann offen tragen. Dazu habe ich hier schon mal zwei Beispiele. Einmal einen Schal in der Multiwolle, das ist Petrolblau mit einem dunklen Rot und einen schwarzen mit einem Silberfarben dazu. Die Mützen, die ihr da seht, habe ich auch selber gestrickt mit einem Riffelmuster und Zöpfen. Und wenn euch das gefallen sollte und ihr Fragen habt, zeige ich euch das gerne auch mal in anderen Filmen. Aber heute geht es darum, einen Schal zu stricken für Anfänger oder Fortgeschrittene. Ganz einfach, ganz simpel, aber richtig schick. Und dazu brauchen wir 200 Gramm Wolle. Und zwar ist das dicke Wolle. Ich habe hier 100 Gramm Knäuels. Ihr könnt natürlich auch 50 Gramm Knäuel nehmen, dann braucht ihr vier Stück. Und hier waren es 147 Meter. Also die Wolle sollte schon so dick sein, dass 100 Gramm zwischen 130 und 150 Meter ungefähr Lauflänge sind. Und dazu brauchen wir eine 8er Nadel. Ich nehme dazu eine Rundstricknadel. Ihr könnt aber auch eine ganz, ganz normale nehmen. Und nun fangen wir einfach an. Knäuel. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie man einfach Maschen aufschlägt. Ich mache anfangs Maschen in rechts, links. Das ist etwas komplizierter, aber es sieht schöner aus. Dazu brauchen wir jetzt 30 Maschen. Die ersten beiden sind dann doppelt, also zwei haben wir schon. Wie gesagt, wenn ihr das Maschenfangen noch nicht könnt, ich habe ein Video drin, das euch das zeigt. Also wir brauchen 30. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Vierundzwanzig, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, damit der Schal sich so schön in sich selber rollt, machen wir ein ganz einfaches Muster. Die hintere Reihe, die jetzt dran ist, wird linke Maschen gestrickt. Dazu gibt es auch ein Video, aber ich zeige es nochmal kurz. Der Faden kommt vor die Nadel, wir stechen in die hintere Masche, drehen sie ein und ziehen sie nach hinten. Faden vor die Nadel, wir stechen in die Nadel ein, drehen sie und machen sie nach hinten. Die erste Reihe links nach dem Maschenfang. Und immer fortgehen die Hinterreihe in links. Und die vordere Reihe wird dann in rechts gestrickt. Und wenn man das dann fortlaufend macht, dann rollt sich der Schal in sich selber sehr schön ein und wird super warm und kuschelig. So, jetzt haben wir gleich die erste Reihe gestrickt. Wichtig ist es hierbei, dass die letzte Masche auf dem Strickstock, jetzt haben wir noch eine, dass diese nicht gestrickt wird, sonst wird das viel zu locker. Die letzte Masche wird immer, also der Faden nach vorne gelegt und die letzte Masche wird immer nur abgehoben. Bitte nicht stricken, das ist ganz wichtig. Und das ist immer so, bei jeder einzelnen Reihe die letzte Masche bitte nicht stricken. So, jetzt sind wir vorne und jetzt stricken wir nur rechte Maschen. Rechte Masche geht. Der Faden bleibt hinten. Wir stechen in die vordere rein, nehmen den Faden von hinten und ziehen nach vorne und heben ab.
in die vordere Masche, den hinteren Faden durchziehen und abheben. So, und diese Reihe stricken wir jetzt. Und noch einmal die vordere Reihe immer in rechts, die hintere Reihe in links. Und das machen wir jetzt bitte so, bis ihr 20 cm gestrickt habt. Das hört sich viel an, aber es geht recht flott, weil es eine dicke Nadel ist und eine dicke Wolle. Also bitte 20 cm und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.